Ich habe auf dieses YouTube-Video folgenden Kommentar erhalten, und zwar: Ich lerne gerade MVVM, Gratulation dazu. Deswegen würde ich dich darum bitten, ob du ein Beispiel für das Laden einer CSV-Datei posten könntest. Na gut, schauen wir uns das mal an. Wie würden wir das machen mit MVVM? Schauen wir ein bisschen in die Architektur rein. Ja, mal schauen, was rauskommt. Also das Video war übrigens das: WPF, View Logic versus View Model, was gehört wohin? Ja, das noch zu dem Thema, damals 75 Zuschauer. Also schauen wir mal. Ich habe hier noch nichts gemacht, außer ein neues Projekt mit Visual Studio 2022 in der Preview-Version und demnach auch mit einer Preview-Version von .NET 6. Und ich habe mir mal vor kurzem eine CSV-Datei heruntergeladen, die heißt Gemeindelisten von ja, irgendwo. Da gibt es hier irgendwo so eine Art Magic-ID, nennen wir es mal. Das ist nicht die Postleitzahl. Und hier der Name der Gemeinde, also immer ID und Gemeinde, das wird die CSV-Datei, die wir laden wollen, und zwar in einem objektorientierten ja, Konzept mit MVVM. Gut, die View selbst ist noch sehr leer, aber ich habe schon mal den Projektverweis zu den WPF Basics gemacht, damit wir hier unser iNotifyable Base Object haben mit der abstrakten Klasse, damit wir hier nicht wieder immer das implementieren müssen, und auch unser Delegate Command natürlich. Also dieses Dependency habe ich schon mal hinzugefügt mit Add Project Reference. Ja, Add Project Reference, hackerl rein und alles ist mal super. Gut, als erstes, wenn das die CSV-Datei ist, die wir lesen wollen, ich spare mir jetzt mal das, die Art Datei öffnen etc. Ich sage mal hier, wir gehen davon aus, es könnte eine Settings-Datei sein oder ähnliches. Ich sage mal hier Copy if newer, damit das auch im Output-Verzeichnis ist. Dann können wir jetzt mit einem relativen Pfad drauf zugreifen. Also wenn ich jetzt sage, Gemeindelisten.csv möchte ich laden mit System.io, File Read Alliance oder solche Sachen, dann würde er mir auf den Ausführungspfad gehen, und der Ausführungspfad ist immer dort, wo die Exe liegt, sprich im Bin-Debug-Verzeichnis, sobald ich als Debug kompiliere, beziehungsweise Bin-Release. Also er geht immer davon aus, dass das dort ist, wo die Exe-Datei liegt. Ja, und damit die Datei auch dort liegt und nicht in ein paar Ordner runter, gibt es dieses Copy if newer. Okay, das zu dem. So, eine neue Klasse hinzugefügt, Steuerung Shift A. Wir nennen die Klasse, ja, Gemeinde heißt auf Englisch sowas wie Community. Also Community CS. Und wir haben gesehen, die besteht aus einem Public. Sind das immer Zahlen? Ja, public int id getSet und public string name getSet. So, Visual Studio ein bisschen größer gemacht, damit ihr es auch seht. Also das wäre sozusagen unsere Gemeinde. Und jetzt wollen wir natürlich ein View-Model machen, wie sich's gehört. MVVM Model View View Model Main Window View Model. So, dieses ViewModel erbt von unserem, was wir gemacht haben, Notifiable Base Object. Steuerungspunkt, damit ein Namespace inkludiert, using WebPF Basics. So, jetzt haben wir hier unsere Klasse, unser ViewModel, das implementiert unser iNotify Property Changed. Und damit das ViewModel auch wirklich in der View verwendet wird, gehen wir mal her und sagen hier, okay, wupp, wupp, wupp. Window Resources, na, Window Data Context, und hier machen wir ein Local und nehmen unser Main Window View Model. Schwuppdiwupp. So, somit haben wir das mal gebunden. Dann, was brauchen wir dann noch? Geben wir einfach mal eine Textbox rein. Eine Textbox, in der wir sozusagen den Pfad haben wollen, der Datei. Brauchen wir die überhaupt? Nein, eigentlich nicht. Machen wir einfach nur einen Button rein. Wir klicken da drauf und dann wollen wir die CSV laden. Also, was brauchen wir natürlich? Wir brauchen ein Command, also eine Command-Eigenschaft public
Delegate Command. Load CSV. Und ja, get set. Public main window view model. Im Konstruktor sagen wir jetzt this.load CSV. Load CSV ist gleich new delegate command und wir brauchen hier wieder entweder die Action oder die Action besser gesagt, also O Sternchen load CSV. So, soll er die Methode mal aufrufen, wenn wir das machen. So, Starting.Punkt, Enter, wir generieren diese Methode, die ist noch nicht implementiert. Also, natürlich soll nicht gleich heißen. So, do load CSV, do load, oder exec. Execute load CSV. So, also, diese Methode wird das dann machen. Wir machen zusätzlich eine Eigenschaft, die uns anzeigen soll, ob denn gerade die Liste geladen wird. Public bool is loading. Ja, private bool is loading. Ist gleich false, brauchen wir nicht, ist der Standardwert. Also beim get is loading die Variable zurückgegeben, nicht die Eigenschaft, Vorsicht, das ist sonst eine sehr elegante Variante, wie wir Endlosschleifen machen. Und im Set-Bereich if is loading ungleich value, ja dann und nur dann sagen wir is loading ist gleich value und this.raise property changed. Ja, denn jetzt hat sich das geändert. Ist es egal, ob ich hier die Variable oder die Eigenschaft verwende? Ja, hier ist es egal. Nein, hier ist es nicht egal. Und nein, hier ist es auch nicht egal. Warum? Das ist der Setter. Wenn ich im Setter einen Wert setze, wird der Setter aufgerufen und dann habe ich eine Endlosschleife. Wenn ich im Getter die Property verwende, dann wird der Getter beim Lesen aufgerufen und ich habe eine Endlosschleife. Hier ist es egal. Gibt es einen Performance-Unterschied? Nein, der Compiler optimiert das ohnehin hinweg, auch wenn ich hier die Property mache. So, also isLoading liefert uns, ob wir gerade die CSV-Datei laden oder eben auch nicht. So, dann brauchen wir vielleicht sowas wie eine Progress-Bar. So, Progress-Bar, gehen wir hier mal rein. Okay, schön EI, heute nicht. Nein, definitiv nicht. Okay. Also, hier ist eine Progress-Bar. Ja, wir setzen hier diese Eigenschaft, dann läuft die immer so durch, das ist toll. Und wenn ich die Eigenschaft weggebe, dann läuft es nicht durch. Also binden wir diese Eigenschaft, create, data binding, erstmal kompilieren. Und dann binden wir diese Eigenschaft auf eben dieses Property. Create data binding is loading. Is loading, yes. Ja. Hat es genommen. Binding is loading. EBIA. Das heißt, was wir hier machen in unserem View-Model ist, wir sagen beim execute load CSV, sagen wir, this is loading, ist gleich true. Und wenn wir fertig sagen, sind, this is loading, ist gleich false. So. Warum machen wir nur ein Loading mit True oder False und nicht so eine 1 von 17? Ginge natürlich genauso, aber ich will ja die CSV-Datei möglichst effizient laden. Und effizient heißt nicht, dass ich erst die gesamte Datei lade, um zu zählen, wie viele Einträge das drin sind, um dann jeden Eintrag wieder zu laden. Also macht ja keinen Sinn. Also machen wir es gleich mal so, dass wir einfach nur so, ja, die Billigvariante machen mit. Wir wissen nicht, wie lange es dauern wird, also machen wir einfach mal. Irgendwie so. Okay. So, warum ist das überhaupt ein Bool? Das ist kein Bool, das ist ein Void. Okay. So, das ist das View-Model. Das eigentliche Laden ist eher so eine Art Service. Ja, oder eine Repository-Klasse. Also nennen wir es CSV Service.
So, dieser CSV-Service bekommt ein String, FileName, Public String. Braucht den überhaupt? Nein, ist egal. Wir machen ein paar Sachen nicht ganz schön, ja. Ich weiß davon sterben Eichhörnchen, das wollen wir natürlich nicht. Also Copy and Paste machen wir nicht, aber auch nicht viel schöner. Wir machen so Hardcoding Magic String Sachen. Sollten wir nicht machen, sondern übergeben über einen Konstruktor rein in einen Konfigurationsteil in, ja, irgendwie so in der Art halt. Zumindest, wenn ich schon nicht konfigurieren will, in einem, ja, Konstante irgendwo reingegeben. So, wir haben den CSV-Service, dieser soll uns die Datei laden. So, wie lade ich eine Datei, eine CSV-Datei? Das kann ich natürlich manuell implementieren. Da muss ich mich natürlich sehr stark mit dem CSV-Dateiformat auseinandersetzen. Damit ich das nicht machen muss, gibt es ein NuGet-Package, weil das haben schon andere gemacht. So, CSV Helper zum Beispiel ist sowas. CSV Helper. Install. Da gibt es viele andere auch. Ja. Der 97, 57 Millionen Downloads, das ist schon okay. Müssen wir natürlich schauen, ob die Lizenz für uns passt. Wenn die nicht passt, dann dürften wir diese nicht nehmen. Wir müssen auch schauen, die Dependencies. .NET 5 ist okay. Ja, passt. Wir haben zwar .NET 6, aber das wird auch okay sein, ja. So, wir haben hier eine CSV-Helper-Dateiklasse. Und die nehmen wir hier herinnen einfach mal an. Okay, also, wir machen ein Public Async Task oder Enumerable. Public Enumerable von Communities. Community. Read CSV. So, das machen wir mal. Wenn wir es mit String File nehmen. So, und dann machen wir hier csvhelper. Und hier gibt es ein paar Klassen. Reader, hört sich doch schon mal gut an, oder? Reader is new CSV Reader. So, was braucht dieser Reader? Der braucht entweder einen Parser oder einen Textreader oder, ja, Parser oder Textreader. Also System.io Textreader. System.io Textreader. Reader ist gleich new. Namenskonflikte sind böse. So, System.io Textreader. Schwuppdiwupp, was haben wir hier? Textreader, Klasse. Also, Textreader F12. Ja, klar, ist eine abstrakte Klasse, kann ich nicht instanziert, ist ein iDisposable, also brauchen wir auf jeden Fall ein Using, wäre nicht schlecht. Also, Using wegen iDisposable und dann haben wir Textreader ist natürlich abstrakt, also Streamreader ist gleich New Streamreader. Steuerung. Enter, dann haben wir mal das und hier gibt es einen Stream und ich glaube zu wissen auch ein Path. Genau, FileName. So, schwuppdiwuppdiwuppdiwupp. So, und diesen Reader kann ich jetzt hier reinpoppen. Reader. Textreader. Achso, und hier noch eine Config. Ja, und eine Config. CSV Configuration. Also, CSV Configuration. Auch hier mal das Using rein. Config ist gleich new. Blam, 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 blam. Ja, Culture Info möchte gern. Culture Info, Steuerung. Enter. Current Culture am besten. Und Config. Was brauchen wir? Delimiter ganz bestimmt. Da haben wir hier einen Beistrich gehabt. Der Delimiter ist ja das Trennzeichen. Wo ist unsere CSV-Datei? Hier. Also, das Trennzeichen ist ein Komma. Demnach, Komma. So. Config mitgegeben, Config. Gut, den Reader mal F12 geschaut,
Brauchen wir hier ein Using? Wenn er iDispose implementiert, ja. Ansonsten nein. iDispose wird implementiert, also wieder ein Using rundherum. So, schubdiwab. So, Using können wir uns übrigens hier diese Punkte, Punkte, diese geschwungenen Klammern auch sparen. Das checkt er dann von alleine. Interessanterweise seit, ich glaube, .NET 5. Gut, jetzt haben wir den Reader. Wir können der Config noch sagen, config.has had a record is false, weil wir keine Überschriften haben. Und ja, dann sagen wir var communities ist gleich CSV reader punkt get records. Und zwar get records von Community. So, das ist nicht asynchron, das ist synchrones Lesen. Async wäre asynchrones Lesen, dann liefert er allerdings einen async enumerable. Ja. Müssen wir uns auch anschauen, was denn der genau macht und der genau kann. Der ist nämlich relativ cool. Mache ich vielleicht mal ein Video dazu, async enumerable. Okay, I async enumerable und dann sagen wir return communities. Mal schauen. Gut. Ja, also, das wäre es lesen. Wir holen uns einen Reader, wir geben die Konfiguration an, sagen wir, gibt es Überschriften in der CSV, ja oder nein? Was ist das Trennzeichen? Ich habe mal die Culture Info weggelassen, ich habe das Encoding hier weggelassen, ja. Thema UTF-8 etc. oder ja, Kack-Umlaute halt immer. Ja, Sonderzeichen werden falsch dargestellt, heißt falsches Encoding. Gut, CSV-Reader instanziert und dann mittels GetRecords holen wir uns die Sachen. Gut, was machen wir jetzt mit dem? Wir gehen her in unser View-Model, das war ein CSV-Service. Also, wir gehen her und sagen, var-Service ist gleich CSV-Service. New natürlich. Service.readcsv. Dateiname eingegeben. Gemeindeliste.csv. Ja, auch davon sterben Eichhörnchen so hardcoded. Result ist gleich. So, also hier würde ich jetzt mal lesen. Das liefert unser iAsync enumerable. Den kann ich jetzt mit for each var item. Ja, machen wir noch eine Collection rein, ist ja egal. Also hier noch eine Collection kurz reingegeben. Wir bauen hier eine Listbox. So, und dann Button und hier rein. Wir kacken auf alles, was mit UI zu tun hat, also ganz bestimmt nicht. So, Items, das ist Day Sample Data. Wunderbar, brauchen wir nur nicht. So, Item Data Source. Achso, das D übrigens. Lassen wir das mal hier. So, das D Doppelpunkt kommt vom Namespace hier. Und das ist eigentlich immer so, ja, wird D Item Source ist vermutlich für Designer. Okay? Also, Listbox, Item Source. Binding Communities. So, Communities brauchen wir natürlich noch. Also wieder ins Main View Model. Hier eine Observable Collection gemacht. Observable Collection von Communities. So, die brauchen wir natürlich. Namespace Resolving wie gehabt mit Steuerung. Enter. This Community ist gleich New Observable Collection Communities IPIA. So, ist hier gebunden. Alles ist prima. For each var item in Result. This.communities.addItem. Also, lest das CSV, Result ist hier, geh hier,
macht das da rein, sozusagen. So, hätten wir das iNumerable hier, würde das für each natürlich super funktionieren. Wir haben ein async iNumerable, also await. Wir haben hier ein await, also brauchen wir ein async. Schwuppdiwuppdiwupp. Alles prima, alles gut. Also, er liest das asynchron, jedes Element wird in diese Observable Collection reingegeben und dann schauen wir uns das mal an. So, add brackets, ne, wollen wir nicht. So, mal play drücken, mal schauen, was passiert. Ja, also on the fly her programmiert kann schon der eine oder andere Bug drin sein. Hier sehen wir, da ist einer. Communities property found in communities. Du. Nein, kein Tippfehler. Mal gucken. Achso, ja klar. Die Eigenschaft sollte public sein, sonst geht es natürlich nicht. So, Main Window View Model. Wir haben den Button. Content is click me. Wir haben das Command noch gar nicht gebunden. Also, create data binding auf load CSV delegate command. Und wieder mal play gedrückt und mal schauen, was passiert. Hoffentlich diesmal besser und weniger Fehler. Click me. Kabüsch. So. Okay, outside the using block. Ja, asynchron ist natürlich jetzt so eine Sache in diesem Fall, weil wir hier, wo ist der unser Service, der Self-Service? Dieses using macht uns in dem Fall ein kleines Programm mit dem Problem mit den asynchronen Lesen und auch das hier. Besser, was könnten wir tun? Wir könnten sagen, okay, auch dieser Service. Ja, machen wir später. Schauen wir mal, ob das geht. So, click me. Schupp, da sind sie alle. Wir haben jetzt die Progressbar nicht gesehen, weil er einfach zu schnell war. Okay, also, dann bremsen wir mal, würde ich sagen. Systems, Reading, Thread, Sleep, 1000. Ganz kurz was da. So, aber so, CSV lesen. Das nicht. So, CSV lesen. Und ja, so würde man zum Beispiel das mit dem Laden einer Progressbar realisieren. Das Ganze natürlich asynchron etc., sonst bringt ja das nichts, weil er die Oberfläche nicht aktualisiert. Das brauchen wir natürlich sehr wohl und schon. Wie können wir das Using-Problem noch lösen, auf das wir gestoßen sind? Ja, wir könnten hier den Service iDisposable machen, Using. So, schwuppdiwuppdiwupp. Und alles hier reingeben. Ja, das hier kann er dann asynchron alles machen, alles prima. Dann müssen wir den natürlich iDisposable machen. iDisposable. Damit das geht, brauchen wir natürlich den Reader und diesen CSV-Reader. Wollen wir natürlich ordnungsgemäß den Speicher freigeben, also disposen. Dazu müssen wir uns aber dann wirklich die Instanz in Memory halten. Das heißt, wir würden hier hergehen und würden sagen, okay, dieser Reader ist hier. Dieser CSV-Reader ist hier, sind Member-Variablen. Und im Konstruktor CSV Service. Würden wir bereits den Pfeil nämlich geben. Und würden nicht nur den Pfeil mitgeben, sondern auch diesen Reader entsprechend instanzieren. Das heißt, das Instanzieren des Readers hier. Was kommt hier? Was kommt weg?
Die Konfiguration und das Instanzieren dieses Readers kommt ebenfalls hier bereits in den Konstruktor rein. So, die Variable haben wir schon definiert, der kommt natürlich weg. Den String haben wir hier bereits, das kommt natürlich weg. Wir müssen das Interface noch implementieren. Steuerung.enter und wir bekommen jetzt das Dispose. Und in diesem Dispose sagen wir this.reader.dispose und this.csvreader.dispose. Steuerung KD, damit er wieder ordentlich formatiert. Das können wir weggeben. So. Jetzt haben wir eine Klasse, die im Konstruktor bereits alles initialisiert und im Dispose, ups, wo ist der hin? csvreader.dispose wieder den Speicher ordnungsgemäß freigibt. Und das müsste jetzt auch wieder gehen, wenn wir hier den Aufruf noch richten, dass wir die CSV-Datei, die wir natürlich niemals so als Magic String machen würden, einfach im Konstruktor mitgeben. Schwuppdiwupp, alles da, wunderbar. Und wir haben ordnungsgemäß wieder unseren Speicher freigegeben mit dem Using. Weil jede Klasse, die iDispose implementiert, braucht dieses entsprechende Using. Na gut, ich hoffe, ich konnte die Frage ein bisschen zufriedenstellend beantworten. Wie macht man so einen Ladebalken so grundsätzlich? Wenn ich die Anzahl bereits weiß oder wüsste, könnte ich natürlich hier einfach über die Schleifendurchlauf ein i oder irgendwas nach oben zählen und das den Wert sozusagen binden, wie wir es hier gemacht haben, statt dem Bool-Wert den Value zu binden sozusagen. Ja, wie wir Observable Collections machen und hier das dann schön customizen, damit man auch die Werte wirklich sieht. Hier sieht man ja nur den Klassennamen. Gibt es bereits ein Video dazu, ja, wie wir diese WPF Basics, also diese zwei Klassen in ein eigenes Projekt ausgelagert haben. Auch dazu alles bereits Videos in der WPF-Serie in dieser Playlist. Also, nicht verzweifeln, Fragen bitte stellen, Kommentare, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, alles schön und viel Spaß beim Selbstausprogrammieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.